herzlich willkommen zur Folge 42 des Euro Truck Simulators 2 und heute ist es endlich soweit. Wir werden uns einen zweiten LKW kaufen. Wie gesagt, es wird wieder ein Volvo sein. Und welchen gucken wir uns jetzt an? Wir nehmen mal Luxemburg. Ist ja eigentlich egal, wo wir denn jetzt kaufen. Und ich hatte letztes Mal schon ein bisschen Entsandung geben tun wir natürlich nicht. Wir wollen beide LKWs behalten. Ein bisschen rumexperimentiert. Wir wollen hier die größte das Fahrwerk 6x4 haben. Das heißt, wir haben nachher zwei angetriebene Hinterachsen. Damit sollten wir keine Probleme mehr in Steinbrüchen haben. Wir haben hier den größten Motor drin, Euro 5. Mit 750 PS, ja, ist, denke ich, ganz ordentlich. Getriebe lassen wir mal das normale. Innenraum machen wir auch nichts. Können wir sowieso, ja, wir können Rechtslenker machen, aber das finde ich völlig bescheuert. Wir könnten hier das Standardding nehmen, aber wir nehmen hier mal ein bisschen mit Lederlenkrad. Und hier auch mit Ledersitzen, glaube ich. Sieht dann ein bisschen edler aus. Kann man sich angucken, finde ich. Ah, wir haben hier sogar ein Navi drin. Das gibt es ja beim Standard-Pack nicht. So, an den Armaturen in der Mitte ändert sich eigentlich wenig. Außer, dass wir hier beim Exklusiven noch ein Radio haben. Ein CD-Spieler. Ja, aber was brauchen wir denn noch? Und sonst ist hier, glaube ich, gar keine Veränderung. Ah, hier, doch, da ist noch was Wichtiges. Bäm, FH16. Ja, wir haben hier was heißt gescheite? Wir haben hier einfach das Logo vom LKW-Modell mit dabei. Dann nehmen wir natürlich unsere Farbe, das Grün. Giftgrün, das gefällt mir einfach am besten. Zubehör, da müssen wir natürlich wieder die Runner-Reifen nehmen, damit das alles in unserer Firma einheitlich aussieht. Gut, dann Türgriffe werden verchromt, Spiegel werden auch verchromt, den Frontspiegel wollen wir nicht, den habe ich auch keinen Bock, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht so einen Schnickschnack. Das lassen wir mal weg. Felgen lassen wir jetzt auch mal kurz. Kühlergrill oder Bullenfänger, wie es so schön heißt. Brauchen wir natürlich einen großen. Der ist recht hoch. So. Dann können wir hier so kleine Tröten dran machen. Hier unten wollte ich noch was machen. Da kommt noch eine Chromleiste, die Samurai hin. Ja, die haben wir beim anderen Modell auch. Trittbretter brauche ich nicht. Lasse ich gleich. Kostet zwar bloß 180 Euro mehr, aber brauchen wir ja nicht unbedingt. So, dann kommen hier noch ein paar Leuchten rein. Wie sieht das schon aus? Oh, sieht schon nett aus. Da oben können wir auch noch was dran machen. Was geht da? Noch mehr Lichter? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, Leute. So, hier, Rundumleuchte. Logisch, gehört dazu. Nee, was habe ich denn jetzt gemacht? Das soll da bleiben. So, jetzt Lampenbügel. Ja. Dann machen wir hier mal noch ein paar andere Leuchten drauf. Und dann Thunder. Nee, warte mal, den machen wir dahin. Thunder machen wir dahin. Ich glaube, das sieht ein bisschen besser aus. Thunder Sommerum, Thunder. So, und dann kommen hier oben noch mal
Machen wir die. So. So, wenn ich jetzt hier wahrscheinlich das andere Fahrerhaus nehme, ne, passiert nichts. Das ist zwar jetzt so ein bisschen grob optisch größer, aber eigentlich ist es nur hier so ein Windabweiser, der ein bisschen weniger wahrscheinlich Kraftstoff dann verbraucht, weil hier weniger Luft dahin reinfließt. So. Was macht das Horn? Geht hier gar nicht. Schade. Hätte ich jetzt gern ausprobieren. So, jetzt können wir noch mal gucken. Na, warte mal, weg. Doch, da muss es doch noch. Ne, hier kann ich gar keine Schilder reinmachen. Das ist ja schade. Oder? Ne, hier kann ich keine Schilder reinmachen. Och, Menno. So, jetzt können wir noch mal gucken nach ein paar Felgen. Aber viel Kohle haben wir eben nicht. Gucken wir mal. Ja, die wären cool. Aber jetzt kommen wir schon ein bisschen. 39.000. What the hell? 39.430 Euro kostet der gesamte Umbau. Und? Das reicht genau. Da haben wir noch 106 Euro. So, wir gehen jetzt erstmal hier in zum Anschauen. Oh, das Rot sieht halt dann in dem Kontrast noch richtig geil aus. Das ist so eine krasse Kombi. Gefällt mir richtig gut. Das sieht doch gut aus. Da machen wir gleich mal ein Foto hier. Ja, das ist unser neuer LKW. Moment, hier nicht verlassen, sondern bestätigen. Und dann. Bäm! Achso, Mann. Möchtest du deinen neuen LKW selbst fahren? Logisch. Logisch, Leute. Garage auswählen. Mannheim. Okay. Danke für den Kauf in unserem Hause. Wir wünschen viel Freude mit Ihrer neuen Zugmaschine. Ein alter LKW wird umgehend in Ihrer Garage in Mannheim überführt. Okay. So. Lassen wir uns erstmal inspirieren. Ja? Also wir wollen das genießen, den neuen LKW zu sehen. Hier ein bisschen rauszoomen. Ne, geht nicht. Na, neuen Globetrotter XL. Oh, sieht einfach nur Hammer aus. Ah, machen wir uns einfach noch einen Snapshot. Also was soll denn das? Und der hat 750 PS, Leute. So, das Navi hier brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir haben eins onboard. Und dann. Mein vom Ton her ist der ähnlich wie der alte. Aber das sieht natürlich. Ist natürlich doch noch mal ein Stück geiler. Mit dem Rot in den Felgen, Alter, ist das geil. Ja, wir können leider keine Donuts machen. Aber er geht richtig fett ab. Also das ist ein Hammerteil. So. Darauf müssen wir jetzt natürlich auch gut aufpassen. Ja, 0,0 Kilometer. Ich denke, wir haben noch Zeit, dass wir uns irgendeinen Auftrag annehmen. Ja, soweit sind wir ja noch nicht. Luxemburg sind wir. Weil wir müssen dann auch noch einen neuen Fahrer einstellen.
Luxemburg, Brüssel. Das ist der teuerste, den nehmen wir einfach. Ich hoffe, die Bremsen sind hier auch gut, weil sonst wird man einige rote Ampeln überfahren. Geil. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr ein neues Auto gekauft habt und dann drin sitzt und das erste Mal fahrt? Wie der abgeht, hey. Der hat einen Haufen Drehmoment. Was hat er? 3000 irgendwas? Drehmoment ist ja eigentlich das Wichtigste beim LKW, ja. Die PS-Anzahl ist relativ. Natürlich ermöglicht eine höhere PS-Anzahl auch ein besseres Drehmoment. Aber das Drehmoment ist ausschlaggebend für die Kraftentfaltung einfach. Also wie schnell einen LKW wegziehen kann. So. Auftrag annehmen. Vielleicht kriegen wir hier einen Donut hin. Sandpaket, was ich hier so cool finde. Und er geht halt ab. Und los geht's. Also, wir fahren jetzt nach Brüssel. Das wird der einzigste Auftrag sein, den wir heute fahren. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Bis dahin. Zurück. Wir sind in Brüssel und haben gleich den Auftrag angebracht. Der neue LKW ist einfach gigantisch. Er zieht weg, er zieht die Autobahnauffahrten hoch, als hätte er nichts dran. Der gibt einfach Gas. Also so einfach. So richtig einfach. Ist unglaublich. So, Arbeitsagentur. Wir müssen nämlich noch einen Fahrer anstellen. Fahrer einstellen. Gehaltsvorstellung, was er alles kann. Gehaltsvorstellung 360 und 10,30 € pro Lieferung. Die sind alle etwa gleich. Die sind auch alle zumindest sechs. Ich habe sechs gute Fahrer. Der fährt hauptsächlich Gefahrenstoffe. Fernfahrten. Die Tina T. Ja, die haben alle dieselbe Gehaltsvorstellung.
Da habe ich jetzt die Qual der Wahl. Also ich meine, was soll ich denn machen? Hier, Tim Deer. Der ist natürlich. Istvan. Fleming V, den hatte ich in meinem Singleplayer. Ohne euch. Brian F. Ben S. Ich tendiere ja eigentlich entweder zu Ivan Istvan oder zu Tina. Wir nehmen die Tina. Gib Frauen eine Chance. So, Mannheim. Den kleinen LKW. Dein Fahrer trifft in Kürze ein und wird erst kurz nach Ankunft der Ar die Arbeit aufnehmen. Vorausgesetzt, es steht eine Zugmaschine zur Verfügung. Natürlich. Hallo, aber auch. So, dann Firmenmanagement, Fahrermanagement, Tina. Da können wir noch hier. Was? Einarbeitungsstrategie. Wir machen erstmal, was ist das? Hochwertig, glaube ich, oder? Das ist zerbrechlich. Hochwertig. Die soll erstmal die hochwertigen Frachten Gas geben. Und dann gucken wir weiter. So, ich bin heute voll und ganz zufrieden. Wir haben einen neuen Volvo F16 Classic. Ja, aber natürlich die große Ausführung mit 750 PS. Der andere hat nur 600. Ist auch nicht so viel. Und ich habe vorhin überlegt, ob ich völligen Bullshit geschwätzt habe, was das Drehmoment angeht. Aber das war gar nicht mal so falsch. Der hat 3550 Newtonmeter. Das ist unglaublich viel. Ja. Das war es aber von der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like oder einen Kommentar oder irgendwas da. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, Leute.